Lightning Talk Runde. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie vier Talks, die mit geringfügig weniger Zeit, aber mindestens genauso viel Content aufwarten. Und wir bleiben sowohl in Darmstadt wie auch in der IoT mit Tanja aus demselben Lab wie die Jiska. Wenn sie aufbaut, dann ist wieder der gute alte Witz mit, wofür das S in IoT steht, nicht für Security. Und wir gehen jetzt von den Robotern zu Kameras, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Gut. Okay, ja, dann mache ich jetzt thematisch im IoT weiter. Der Titel von meinem Talk ist Penetration Testing in the Internet of Things, Testing the Testing Guides, was den Hintergrund hat, dass ich zwar Kameras angeguckt habe, ja, und es auch bisher hauptsächlich Freestyle, so nach meinem Gusto, weil ich lerne das jetzt alles noch in meinem Studium und dann wollte ich einfach mal wild drauf loshacken. Aber man will ja auch irgendwie dann, ist das laut genug? Okay, aber man will ja dann irgendwann auch wissen, wie es richtig geht, also sucht man Hilfe, weil Heroes always get support. Also Harry hat Ron und Hermine und kann zaubern, Luke hat die Macht, Frodo hat den Ring. Was kriegt man als Pentester? Ziemlich wenig, wie sich herausstellt, beziehungsweise die falschen Dinge für IoT-Geräte. Es gibt dann schon Dinge, den fantastischen OWASP Guide zum Beispiel. Für Hardware dann sowas wie das IoT Hackers Handbook. Und das hat ein anderer Masterstudent sich schon angeguckt, die beiden, hat versucht, die zu evaluieren. Kamen auch ganz gute Ergebnisse dabei raus, also die taugen schon was. Dachte ich mir, cool, dann suche ich mir noch andere Guides, gucke mir die an. Habe aber keine gefunden. Also habe ich gesagt, na gut, was gibt es noch? Es gibt Security Frameworks. Hier haben wir das IoT Security Compliance Framework und die Baseline Security Recommendations for IoT. Und da sollte ja auch drinstehen, wie man es tut. Also habe ich gesagt, na gut, dann prüfe ich einfach, ob die Leute wenigstens das einfach machen, was da steht. Und da muss man ein bisschen kreativ werden, wenn dann sowas steht wie, deine Debug-Interfaces sollen nur mit authentifizierten Geräten reden, dann sage ich halt, na gut, ich suche jetzt einfach alles und gucke, ob es mit mir redet, ob ich authentifiziert bin oder nicht. Und so kann man dann sich Schritt für Schritt einen Test aus den Security Frameworks rausbauen. Und was schon vorweggenommen wurde von Martin, was ich teste, sind Kameras. Da hört man immer schreckliche Stories zu, wie viel da geleakt wird heimlich und wie unsicher die sind. Das ist zum Teil vielleicht schon ein bisschen besser geworden, aber immer noch sehr gruselig, auch wenn man sieht, wie die Kameras alle aussehen, fühlt man sich doch beobachtet. Und dann dachte ich mir, ich gehe in die Bandbreite, also ein Babymonitor, ein Allrounder, die Meco Eleverde, die CP+-IP-Kamera, die am Ende gar kein Wi-Fi konnte, also man sollte nicht komplett blind bei Amazon bestellen. Und dann das Lustigste, was IoT wohl zu bieten hat, die Furbo Dog Cam, wo man tatsächlich sogar Hundefutter mit nach draußen schießen kann, über sein Handy, aus der Ferne. Und um seine Betreuerin zu bestechen, geht es auch mit Skittles. Und also habe ich jetzt erstmal mich dran gemacht, einfach wild drauf los zu pentesten. Dann gibt es immer dieses Dreieck zwischen Handy, Cloud und Gerät. Und dann guckt man sich den Traffic an, alle Ports, dann mit Jiskas Hilfe auch ganz gerne mal die Hardware und ja, dann sitzt man da und guckt, dann findet man natürlich schon Sachen, aber dann würde man sich wünschen, ja, so ein Guide würde mir jetzt vielleicht ja auch erzählen, wonach ich gucken kann, aber erst muss man selbst dran. Also, was natürlich hauptsächlich passieren kann, ist, dass die Protokolle irgendwie unsicher verwendet werden, also warum HTTPS, wenn man auch einfach HTTP nehmen könnte.
dass Ports offen sind, die absolut nicht offen sein sollten oder dass gar nicht authentifiziert wird. Oder generell, wenn man den Traffic mit einem Middle-Proxy mitschneiden kann, einfach sich mal so anzugucken, was denn da wirklich passiert hinter dem HTTPS. Da geht erstaunlich viel schief, weil davon ausgegangen wird, das ist ja irgendwie einmal sicher und dann kann man hintenrum machen, was man möchte. Und dann sollte man aber, was ja eben auch schon die Frage war beim Web, ziemlich aufpassen, gerade bei Kameras. Also ich habe wirklich nicht das Verlangen, von anderen Benutzern die Bilder zu finden. Deswegen teste ich auch auf meinen lokalen Kameras hauptsächlich. Manche Kameras haben wir auch doppelt, damit ich von Menschen, die wissen, dass ich das jetzt mache, die Bilder angucken kann. Man sollte dann aufpassen, im Backend und in der Cloud nicht so laut rumzuwühlen oder das Gerät komplett zu zerstören. Das schafft man auch zum Teil, wenn man nicht aufpasst, wenn man es Freestyle macht. Aber ich habe es zum Glück noch keins komplett zerstört. Vulnerabilities habe ich gefunden, aber das ist alles noch halbfertig in meiner Thesis. Deswegen konnte ich noch nicht disclosen und da jetzt keine lustige Vulnerability-Show machen. Aber es geht ja auch um die Guides. Also habe ich jetzt gesagt, okay, ich habe die und die Dinge gefunden und wenn ich jetzt das Ganze mit den Guides nochmal tue, komme ich auf die gleichen Ergebnisse. Was wäre ein gutes Ergebnis? Also ab wann sage ich, der Guide ist gut oder den kann man verwenden? Jetzt gibt es natürlich viel, was passieren kann. Also wenn ich viel mehr finde, das wäre sehr traurig für den Guide. Wenn ich ganz wenig finde und der Guide würde viel mehr entdecken, dann ist das vielleicht das falsche Studium. Wenn es total thematisch nicht zusammenpasst, sollte man sich überlegen, ob entweder ich nur eine Ecke angeguckt habe oder ob der Guide vielleicht nicht für IoT geeignet ist, sondern nur für ein Teilgebiet oder für was ganz anderes. Dann bestenfalls wird es eine ganz gute Überschneidung geben, aber hier ist dann auch die Frage, ab wann finde ich den Guide gut? Muss der alles finden, was ich finde? Kann er andere Dinge finden? Und die Frage ist auch, woher weiß ich, dass meine Ergebnisse gut sind? Und hier will ich vor allem auch den Talk nutzen, um nicht zu wissen, welche Folie als nächstes kommt. Nein, also andere Testing-Kriterien für Guides sind, wie viel Hintergrundwissen dafür benötigt wird. Also wir bringen ja auch keine Guides, die alles schon an Wissen voraussetzen. Das hat zum Beispiel das IoT-Hacker-Handbuch nicht gemacht, da wurde man ziemlich früh abgeholt. Aber mir bringt auch kein super Einsteiger-Guide, der 1000 Seiten lang ist, der bringt mir auch nichts. Also der sollte nicht zu komplex sein. Und wie nützlich sind sie? Und jetzt kommt der Punkt, wo ich gerne Input hätte. Ich habe jetzt hier 4 Guides vorgestellt. Es gibt aber bestimmt noch viel mehr und bestimmt haben hier einige von euch auch außerhalb des OWASP Guides sich mal umgeschaut, was es so gibt. Also wer da mit mir reden möchte über das Thema oder noch Input hat oder lustige Ideen, da bin ich gerne offen für. Und natürlich kann ich euch nicht gehen lassen, ohne euch irgendwas beizubringen. Also was ich bisher so gelernt habe, there's no guide, not one guide to rule them all. Gerade bei IoT, es sind eigentlich doch 3 Pentests, die man durchführen muss. Deswegen gibt es auch dann die Leute, die Web machen. Ja, und dann manche machen noch Hardware, wie Jeska zum Beispiel. Aber eigentlich müsste man auch noch einen kompletten App-Pentest machen. Und das ist dann schon ziemlich umfangreich, zu sagen, da schreibe ich einen Guide zu. Also braucht man vielleicht einfach 3 gute, die dann dafür in die Tiefe gehen, wo man dann auch bei Bedarf nachschauen kann. Es ist auf jeden Fall durch den Aufbau sehr komplex und da muss man gucken, dass man halt für jedes Teilgebiet mit dem richtigen Hintergrundwissen und der richtigen Guideline dran geht. Und ja, ich habe noch ein paar Bilder geklaut und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die mir jetzt gerne stellen. Erstmal vielen Dank. So, ich gucke einmal in das Publikum, wenn wir noch Fragen haben. Hi, schöner Talk. Weniger eine technische Frage, aber TU Darmstadt scheint im Moment ja so als Volkssport zu haben, irgendwelche IoT-Devices zu checken. Ich habe das auch selber schon live mitbekommen. Wie geht ihr denn tatsächlich mit dem Legal-Thema um? Weil nicht jeder Hersteller findet so Responsible Disclosure wirklich geil. Da gibt es ja auch die Sparte mit Legal ist cool. Ja, Legal ist dann auch der Punkt, warum man sich doch vom Backend halt fernhält oder versucht leise das Backend zu pentesten. Ist ein Punkt, der einen ein bisschen hindert, das stimmt. Vorher nachfragen ist auch doof, wenn man 6 Monate für eine Thesis hat und nach 4 Monaten kriegt man die Antwort. Da muss man so ein bisschen mit Feingefühl abklopfen und halt eher weniger als mehr. So fühlt sich auch die Future Work Section von der Thesis dann von ganz allein. Also einfach ein bisschen mit Feingefühl an die Sache rangehen. Aber das ist ein Punkt, den man nicht unterschätzen sollte. Bei irgendwem geht es mal schief. Also
da muss man der Gefahr sich bewusst sein, ja. Ja, sehr schön. Nochmal vielen Dank, Tanja. Und so, als nächstes haben wir Bastian Braun aus dem schönen München.